einem Vortrag Data Meets Style, wo es um den GeoServer und den GeoStyler geht, wie eben Stil und Daten zusammenkommen. Kenne ich auch sehr gut, den GeoStyler zumindest, den GeoServer eigentlich auch, das Zusammenspiel noch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns Daniel Koch und Hannes Blitzer von Terrestris dazu erzählen werden. Und danach, in etwa einer Stunde, bekommen wir einen Einblick in die Gebäudevollständigkeit bei OSM. Von daher gebe ich dann gleich weiter an den Vortrag und wünsche da erstmal viel Spaß. Allerdings noch ein kurzer Hinweis, Fragen hier im Venueless nicht in den Chat stellen, sondern bitte in den Fragen-Tab. Wir werden die sammeln und dann werden wir am Ende des Vortrags oder jeweils der Vorträge kurz Zeit haben für ein paar Fragen. Viel Spaß und danke. Hallo und herzlich willkommen auf der diesjährigen POSCIS. Ich begrüße Sie zu der Demo-Session Data Meets Style, GeoServer und GeoStyler im Zusammenspiel. Mein Name ist Daniel Koch. Ich werde diese Demo-Session mit meinem Kollegen Hans Blitzer gemeinsam durchführen. Und ja, wir haben einige Themen für Sie mitgebracht. Wir werden erst einmal ganz kurz über uns sprechen, dann einen ganz kurzen und schnellen Einblick in den GeoServer und den GeoStyler geben. Der GeoServer ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, der GeoStyler vielleicht noch nicht so. Aber das machen wir relativ schnell. Wir werden versuchen, sehr, sehr schnell auch zu den praktischen Beispielen zu kommen, zu Live-Themen. Mein Name ist Daniel Koch, ich bin studierter Geograf, bin Lead Developer bei der Bonner Firma Terrestris und bin Open Source Enthusiast, unter anderem Kernentwickler bei RedGeo, Shogun und auch dem GeoStyler und bin im Bereich von Beratung, Consulting oder auch zu allgemeinen Trainings, national und international, unterwegs. Moin Moin, mein Name ist Hannes Blitzer, ich habe in Marburg und in Bonn Geografie studiert und bin seit einigen Jahren bei Terrestris tätig. Dort bin ich hauptsächlich Frontend-Entwickler, gebe zudem aber auch Schulungen und Workshops im Bereich Open Source GIS und auch in kartografischen Themen. Ganz kurz zu Terrestris, wir sind eine Open Source GIS-Firma in Bonn und seit knapp 20 Jahren im sogenannten Open Source GIS-Game. Und ja, wir entwickeln in verschiedenen Projekten etablierte Open Source Tools weiter, entwickeln auch neue Open Source Tools, wie beispielsweise den GeoStyler, der hier auch vertreten ist in vielen Vorträgen und Workshops. Und bieten eigentlich von der Konzeption, Beratung hin zur Planung, Implementierung, also letztendlich der tatsächlichen Entwicklung, bis hin zur Wartung und Support im Nachgang alles an, was die GIS-Welt zu bieten hat. Den GeoServer kennen Sie vermutlich schon. Das ist ein Java-basierter Server für Geodaten und implementiert sehr viele Standards des Auto-Odyssey. Zum Beispiel den Webmap-Service oder auch den Web-Feature-Service. Aber auch einige weitere, das ist jetzt hier gar nicht so entscheidend. Das Schöne am GeoServer ist, dass er schon ein sehr reifes Open-Source-Produkt ist, dass er extrem gut dokumentiert ist. Es gibt eine sehr umfangreiche User-Dokumentation, aber auch eine sehr umfangreiche Developer-Dokumentation. Und er ist relativ einfach erweiterbar durch Plugins, Community-Plugins, aber auch zum Beispiel durch eigene Web-Processing-Services. Das haben wir uns auch zunutze gemacht. Wir haben den GeoStyler, zu dem wir gleich noch ein bisschen kommen werden, als Extension verpackt und so auch hergerichtet, dass man im GeoServer integriert werden kann. Der GeoServer hat sehr viele verschiedene Input-Formate und entsprechend auch Output-Formate. Das Ziel vom GeoServer ist es, aus diesen verschiedenen Datenquellen, die sind jetzt hier auf der linken Seite eingeblendet, also die klassische Shapefile und über auf diverse Datenbanken hinweg, ODC-Standards zu veröffentlichen. Das heißt zum Beispiel aus einer Postgres-Datenbank einen entsprechenden Kartendienst zu veröffentlichen, der dann über das Netz in WebGIS-Applikationen zum Beispiel integriert werden kann. GeoStyler ist ein Open-Source-Projekt, das das Ziel hat, einen grafischen Editor für das Stylen von Geodaten bereitzustellen. Das heißt, Sie können zum Beispiel mit dem GeoStyler Landbedeckungskarten klassifizieren und auch die einzelnen Klassen mit entsprechenden Farbwerten versehen. Daneben bietet der GeoStyler die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Styling-Formaten zu konvertieren, zum Beispiel von SLD hin zu einem Map-File oder auch andersherum. Darüber hinaus war es uns sehr wichtig, bei der Implementierung des GeoStylers für eine einfache Integrierbarkeit zu sorgen. Das heißt, dass man den GeoStyler in bestehende WebGIS-Applikationen integrieren kann. Und das haben wir beispielsweise auch mal getan für den GeoServer. Das heißt, wir stellen ein Plugin bereit, in dem der GeoStyler verpackt ist und dann in den
in den GeoServer geladen werden. Hier sind einfach mal auf, wir werden Sie natürlich auch gleich im Detail auch anschauen, den GeoStyler. Aber damit Sie schon mal so einen Vorgeschmack bekommen, wie das aussieht, hier sehen Sie eine Demo-Oberfläche des GeoStylers, wie er in seiner kompakten Ansicht aussehen könnte. Das heißt, wir sehen jetzt verschiedene Klassen, denen man Namen geben kann, die man mit einem Filter entsprechend auch versehen kann und natürlich auch mit einem Farbwert versehen kann. Und auf der rechten Seite sehen Sie auch gleich auch eine kleine Vorschau. Okay, das war auch schon der Theorieteil. Wir werden jetzt direkt einsteigen in die Live-Demo, in der wir einmal kurz den GeoServer zeigen und natürlich auch die Integration des GeoStylers und wie man diese beiden Komponenten miteinander verwenden kann. Sie sehen nun die Benutzeroberfläche bzw. die Administrationsoberfläche vom GeoServer vor sich und die bietet jetzt schon auf den ersten Blick ein paar wichtige Informationen über diese Instanz. Das heißt zum Beispiel, wie viele Layer aktuell veröffentlicht sind, wie viel Datenspeicher Sie haben und auch wie viele Arbeitsbereiche Sie haben. Es gibt noch ein paar weitere Informationen, die überlesen wir jetzt einmal ganz gekonnt. Zum Beispiel wird hier empfohlen, dass wir das Standard-Admin-Passwort ändern, was wir in der Produktionsumgebung natürlich auf jeden Fall beherzigen sollten, diesen Ratschlag. Kommen wir aber vielleicht noch zu diesen drei Begriffen Arbeitsbereich, Datenspeicher, Layer. Das möchte ich jetzt einmal Ihnen kurz demonstrieren, wie das geht. Ein Arbeitsbereich ist das oberste Ordnungselement innerhalb des GeoServers. Das heißt, innerhalb eines Arbeitsbereichs können Sie verschiedene Datenspeicher, verschiedene Layer oder auch verschiedene Stile, um die später natürlich noch mehr gehen soll, gruppieren. Das heißt, Sie können solche Arbeitsbereiche zum Beispiel nutzen, um Ihre Inhalte thematisch oder auch nach Abteilung etc. zu sortieren. Es gibt auch noch ein paar weitere Sachen, die an einem Arbeitsbereich dranhängen. Zum Beispiel können Sie gewisse Diensttypen für einen Arbeitsbereich aktivieren oder auch deaktivieren. Wir wollen jetzt mal in der Folge einen Datenspeicher anlegen in einem Arbeitsbereich, in einem Standardarbeitsbereich FOSGIS. Dazu gehen wir auf der linken Seite in den Navigationsbereich auf Datenspeicher und sehen auch hier, dass es schon ein paar existierende Datenspeicher gibt. Wir wollen jetzt einen neuen Datenspeicher hinzufügen. Und ein Datenspeicher wiederum ist jetzt die Verbindungskonfiguration zu der Datenquelle, die Sie veröffentlichen möchten. Das heißt, wenn Sie also zum Beispiel auf Basis einer PostGIS-Datenbank eine Tabelle oder mehrere Tabellen veröffentlichen wollen, können Sie das in diesem Fall hier oben über Datenquelle PostGIS tun. Es gibt auch noch ein paar weitere Verbindungsoptionen oder Input-Datentypen, die Sie hier sehen, also eine Shapefile oder auch für Rasterdaten, ein GeoTIFF oder auch ein Image-Mosaik. Sie können aber auch andere Datenquellen, also existierende Kartenserver, existierende WMS oder auch WFS als Datenquelle im GeoServer angeben. Die Liste der potenziellen Formate ist nahezu unerschöpflich. Es gibt durch Extensions oder auch entsprechend eigene Extensions, die man schreiben kann, die Möglichkeit, diese Liste noch zu erweitern. Wir wollen jetzt einmal als kurze Demo ein GeoTIFF veröffentlichen. Dazu wählen wir das aus, können jetzt hier den Namen für diese Datenquelle eingeben. Ich nenne das jetzt einfach mal FOSGIS-Test. Wir werden die auch gleich wieder entfernen, diese Datenquelle ist nur zu Demonstrationszwecken. Können jetzt noch potenzielle Beschreibung eingeben. Und an dieser Stelle ist das jetzt relativ einfach. Bei einer Datenquelle, also einer GeoTIFF-Raster-Datenquelle, brauche ich eigentlich nur einen Pfad zu einem existierenden GeoTIFF angeben. Ich kann jetzt aber, das sehen Sie hier unten, ein Häkchen setzen für Cloud Optimized GeoTIFF. Das wollen wir jetzt auch mal tun. Das ist nämlich ein sehr nettes Feature. Das kommt über eine Extension, beziehungsweise genau gesagt eine Community Extension, die installiert wurde zum Einsatz. Damit kann ich jetzt ein im Web, beziehungsweise auf einem Webserver abgelegtes GeoTIFF angeben als Datenquelle und über meinen GeoServer veröffentlichen. Das machen wir jetzt auch mal. Das ging jetzt wahrscheinlich recht schnell, aber Sie sehen hier, das ist jetzt eine HTTP- bzw. HTTPS-Adresse, die auf ein GeoTIFF zeigt. Und das kann ich jetzt speichern. Und der GeoServer schlägt mir jetzt automatisch die entsprechende Datenquelle vor, die ich veröffentlichen möchte, in diesem Fall den Namen der Datei. Und den kann ich jetzt publizieren. Und komme jetzt automatisch in das Panel, in dem ich diesen Layer jetzt bearbeiten, also natürlich anlegen und dann auch bearbeiten kann. Das heißt, ich kann jetzt hier diverse Metadaten vergeben über Namen, Tags, Schlüsselworte etc.
Das will ich jetzt alles mal überspringen und den Layer speichern, damit Sie auch sehen, wie schnell das mit dem GeoServer funktioniert. Und habe jetzt einen neuen Layer, da ist er auch schon, in unserem Datenspeicher Foscis Test, den wir gerade angelegt haben, und hier auch nochmal der Name. Sie erkennen jetzt auch hier anhand der Namensgebung, wie der GeoServer den Arbeitsbereich integriert in den Namen. Der vollqualifizierte Name des Layers besteht also aus dem Namen des Arbeitsbereiches, getrennt durch einen Doppelpunkt, und den Namen des Layers. Und das wollen wir uns auch mal anschauen. Dafür hat der GeoServer eine integrierte Vorschau. Da navigieren wir einmal hin. Und hier können wir jetzt auf die Vorschau springen. Und was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip genau das veröffentlichte GeoTIFF. Das ist eine interaktive Vorschau, das heißt, ich kann jetzt hier auch natürlich ein bisschen reinzoomen, die Karte navigieren, etc. pp. Diese Vorschau werden wir jetzt im Rahmen der Demo-Session noch einige Male sehen. Ja, die gute Nachricht für alle Fans freier offener Geodaten in Hessen ist, dass es seit dem 1.2. auf der Webseite der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation frei verfügbare Geodaten oder amtliche Geodaten zum Download gibt. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen in der Demo-Session. Zumindest exemplarisch mal den Datensatz Digitales Geländemodell, abgekürzt DGM1. Wir sehen ja, der ist noch nicht als WMS oder WFS veröffentlicht. Das heißt, es sind ein paar Prozessierungsschritte notwendig. Glücklicherweise kann man dafür bereits existierende Skripte nutzen. Mein Kollege Markus Neteler von der Firma Mundialis hat vor einigen Jahren ein Skript geschrieben, was als Input ZIP-Dateien nimmt. In diesen ZIP-Dateien liegt das Geländemodell oder die Geländemodelldaten als einfache XYZ-Matrizen vor. Und dieses Skript verwendet hauptsächlich GRAS, meine ich, um daraus Ready-to-Use GeoTIFFs zu basteln. Das habe ich im Vorfeld schon gemacht, zeige kurz in QGIS das Ergebnis, bevor wir es dann importieren. So, jetzt blenden wir gerade nochmal die USM-Karte ein. Tatsache, wir befinden uns in Mittelhessen, in Marburg. Ich habe aus diesem digitalen Geländemodell, damit wir das später auch schön in unserer Karte nutzen können, ein Hillshade berechnet. Das können wir auch gerade mal für Vollständigkeit halber hinzufügen. Und hier sehen wir sehr schön das höchst aufgelöste digitale Geländemodell hier oben in der Oberstadt. Hier ist das Schloss, wer sich auskennt in Marburg. Dazu später dann mehr. Hier unten im Tal die Lahn. Und alle Freunde der Archäologie oder Hobbyarchäologen können sich hier schön im Wald erfreuen an irgendwelchen archäologischen Artefakten. Immer ganz spannend. Gut, das sollen nicht die einzigen Daten sein. Wir schauen uns mal den OSM-Katalog an. Dafür nutze ich immer ganz gerne das Tool oder das Plugin QuickOSM. Und da gibt es vorgefertigte Abfragen über die Overpass-API auf den OSM-Datensatz. Beispielsweise kann ich einfach mal Straßen einfügen und automatisch listet er mir sämtliche Key und Values für Straßen in OSM vor. Jetzt kann ich sagen, ich interessiere mich nur für dort solche Daten in Marburg. Kann dann im weiteren Verlauf noch sagen, dass ich mich hauptsächlich für Linien- oder Multiline-Strings interessiere. Ich klicke auf Los. Und im Hintergrund werden jetzt die Daten angefragt und heruntergeladen und dann erstmal temporär als GeoJSON gespeichert in meinem QGIS-Projekt. Jo, jetzt haben wir den Highway-Layer, sämtliche Straßen jeglicher Kategorie. Was wir als nächstes noch hinzufügen wollen, sind Landnutzung, so ein bisschen als Hintergrundinformation, ebenfalls in Marburg. Und dort interessieren uns nur Polygongeometrien. So, jetzt haben wir Straßenlandnutzung. Als nächstes würde mich noch das Gewässernetz interessieren. Das ist der Key Waterway. Und ebenfalls in Marburg. Und das sind
in der OSM-Datenbank logischerweise Lines oder Multiline-Strings. Es gibt auch Gewässerflächen, die dann als Polygone dargestellt werden, wie beispielsweise der Rhein oder bei größeren Flüssen. Hier reichen uns wirklich die Linien- oder Multiline-Strings. Gut, das hat geklappt. Zu guter Letzt brauchen wir noch Point of Interests. Da würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Key Amenity und laden uns die Standorte oder die Geometrien von Pubs, Bars oder Kneipen hinunter. Das sind Punkte. Super. Genau, das soll erstmal reichen als Eingangspunkt für die Daten. Was ich jetzt mache, ist, dass ich sämtliche temporäre Layer, die ich hier habe, in ein Geo-Package packe und das Ganze in den Geo-Server-Data-Ordner schiebe und dann anschließend veröffentliche. Zurück im Geo-Server seht ihr schon, dass alle Layer veröffentlicht sind. Letzten Endes ist es immer der gleiche Schritt. Man legt den Arbeitsspeicher an, den macht man initial einmal für ein Geo-Package. Und in dem Fall ist das Geo-Package Marburg Data. Und das beinhaltet meine unterschiedlichen Fachlayer, also Highways, Land Use, Point of Interests und die Geometrien der Flüsse. Diejenigen unter Ihnen, die sich bereits mal mit dem Geo-Server und Styling beschäftigt haben, werden wissen, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, Daten zu stylen. Es gibt verschiedene Style-Formate. Hier verweise ich tatsächlich ganz gerne einfach an meinen Kollegen Herrn Westkamp, der das Ganze 2018 auf der Foskes sehr gut zusammengefasst hat und die verschiedenen Stilformate SLD, CSS, YSLD, also YAML-SLD und MB-Style mal miteinander verglichen hat, Vor- und Nachteile abgewogen hat. Wie gesagt, ist auch auf media.ccc.de zu finden, der Vortrag. Bei uns soll es heute, wie gesagt, um GeoStyler gehen. Ich fange erstmal an, einen neuen Stil hinzuzufügen. Den nenne ich Land Use. Der Arbeitsbereich ist Foskes. Und wichtig ist, dass hier das Format SLD ausgewählt wird, denn SLD ist Kernstilformat im Geo-Server. Alle anderen Stile werden immer zurück nach SLD konvertiert letzten Endes. Und das ist ja auch das einzige OGC-Stilformat und bietet daher die meisten Funktionen. Wir fangen an, indem wir ein Default Polygon Layer Polygon-Stil generieren und sehen jetzt, nachdem wir das GeoStyler-Plugin installiert haben, direkt die UI, die wir jetzt benutzen werden. Ich speichere den Stil erstmal und verknüpfe den direkt mit meinem Land Use Marburg Layer, also mit den OSM-Daten, die ich gerade heruntergeladen habe. Speichere das Ganze einmal zur Sicherheit und mache mich jetzt ans Editieren. Also jeder, der schon mal SLD geschrieben hat, weiß, das ist ein Kampf. Also es ist ein maschinenlesbares Format. Allerdings für Menschen wird es sehr, sehr schnell unübersichtlich. Ist halt XML. Und gerade wenn man sehr viele verschiedene Regeln hat, die verschachtelt und so weiter, freut man sich über jegliche Unterstützung und die bietet halt das GeoStyler-Plugin. Wir fangen an, eine Regel zu erstellen für Wald. Den Namen mache ich mal auf Deutsch und den Filter, jeder kennt das, jeder, der schon mal die Geodaten gestylt hat, kennt das vielleicht aus QGIS und so weiter. Man kann das Attribut auswählen, also attributives Stylen und in dem Fall ist das Attribut Land Use. Und jetzt wird einem von der GeoStyler-UI vorgeschlagen, wirklich sehr, sehr praktisch, sämtliche Einträge. In dem Fall Forest. Hier können wir die Farbe auswählen. Wir sind optimistisch und hoffen, dass der Wald grün ist im Sommer. Und das war's. Nun sehen wir hier unten live, wie sich das SLD wie das SLD generiert wird. Ich gehe mal auf die bessere Ansicht. Kann ja auch Live Preview enablen und dann habe ich sozusagen ein What You See is What You Get Editor.
Was ich sehe, ist noch eine schwarze Umrandung, die gefällt mir nicht. Deswegen mache ich die Outline Width auf 0. Das sollte schon reichen. Schau mal. Vielleicht muss man die Stroke Opacity auch wirklich rausnehmen. Ja, sorry, die Outline Color auch mal auf weiß setzen. So, das Gute ist, man hat hier immer noch in der Mitte das SLD und wir können auch einfach, falls das über die UI nicht geklappt hat, uns den Stroke-Block wegnehmen, dann ist er sicher aus. So, nun interessiert uns nicht nur der Wald, auch andere Land-Use-Arten. Der große Vorteil an der GeoStyler UI ist, dass man sehr simpel Regeln klonen kann. Ich denke mal, 4 Land-Use-Arten sollten erstmal reichen, oder Kategorien. Als zweites nehmen wir mal Wiesen, wählen dann ein Grün, was ein bisschen heller ist, und passen den Filter an. Es ist dann kein Forest mehr, sondern der Value Meadow. Dann nehmen wir nochmal Farmland hinzu, was ja auch oft vorkommt, kommt in der Umgebung von Marburg. Ist dann doch recht ländlich. Und zu guter Letzt wollen wir, hatte ich hier vorbereitet, Siedlungsbezirke klassifizieren. Dann nehmen wir mal eine rosa oder rosa-rötlich die Richtung. Und der Value für Land Use ist Residential. So, jetzt habe ich mit wenigen Klicks schon mal eine erste Basis für die Karte geschaffen. Es geht direkt weiter. Ich speichere den Stil und möchte als nächstes mir den Layer Highways vornehmen. Jo, den Highway Layer oder den Highway Stil habe ich schon etwas vorbereitet, damit wir nicht ganz bei Null anfangen und noch was sehen am Ende der Demo-Session. Ich habe bereits die Regeln für große Straßen, mittlere Straßen und kleine Straßen definiert und wir würden jetzt einfach fortfahren, die letzte Regeln klonen. Das Ganze nennen wir Fußgänger. Schauen uns an, was hier im Filter steht. Und der Residential Road Service Living Street, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Keys Footway und Pedestrian. Dann nehmen wir mal ein dezentes Blau, nicht ganz so deckend, weil noch am Ende was über die Karte gelegt wird. So, dann fügen wir noch mal eine Regel hinzu, die nennen wir Radfahrer. Nehmen wir vielleicht so egal, es wird jetzt ja keine Produktivkarte am Ende der 30 Minuten. Nehmen wir mal die Farbe. Setzen einen Filter auf das Attribut Highway. Für den Value Cycleway. Ja, apply. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oha. So, hier sehen Sie die größte Straße in Marburg, das ist die B3, die graue Autobahn hier oder Stadtautobahn, ist aber glaube ich offiziell eine Bundesstraße. Sollte erstmal so passen, denke ich. Klar, an der Strichweite und so weiter sollte man noch arbeiten, also an der Breite der Straßen, dann sollte man natürlich an der Maßstabsabhängigkeit arbeiten. Das Ganze lassen sich ja auch über Min- und Max-Scale-Filter regeln, ab wann ein Feature zu sehen ist und wann nicht. Jo, und wer schon mal in Marburg war, der schaut sich dann am Ende die Karte an und denkt sich, ja, da fehlt ja die Hälfte der
des Wegenetzes. Und natürlich völlig richtig, das haben bereits die Brüder Grimm in Marburg festgestellt. Es gibt mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern. Oder irgendwie so ging der Spruch. Wie auch immer, wir fügen eine neue Route hinzu, nennen das Ganze Treppen, wählen wieder das Attribut Highway aus und Value Steps. So, jetzt seht ihr schon, dass hier einige Treppen auftauchen. Und das wollen wir mal als gestrichelte Linie darstellen. Als Farbe nehme ich mal ein dunkleres Blau. Vielleicht nicht ganz so breit. Und Dash Pattern, das bedeutet, das wird so definiert, 4 Pixel werden gezeichnet und dahinter werden dann 2 Pixel Pause gemacht und so weiter und so fort, könnte ich das fortführen. Soll erstmal reichen. Jetzt seht ihr hier, dass es auch viele Treppen in Marburg gibt. Gut, das speichere ich. Als nächstes wollen wir uns den Stil fürs Gewässernetz anschauen. Waterways, den habe ich bereits vorbereitet, der sieht so aus. Ein sehr leichtes, dezentes Blau. Und ihr seht hier, die zweite Regel ist eine Textregel, ein sogenannter Text-Symbolizer. Und was mich jetzt hier noch stört, ist zum einen, dass das Label direkt auf der Geometrie ist und zum anderen, dass es nicht so schön entlang der Geometrie ist. So, nun habe ich im GeoStyler-Editor sehe ich dafür keine passenden Einstellungen. Das heißt, ich habe zwar einen X- und Y-Offset, aber ich kann das ja nicht das Label generisch für den kompletten Layer in X- und Y-Richtung verschieben. Das muss natürlich je nach Ort sozusagen dynamisch passieren. Deswegen komme ich hier nicht mit weiter. Und das ist jetzt eine Grenze des GeoStylers. Jetzt müssen wir zurückgreifen auf GeoServer SLD Vendor Options beziehungsweise SLD-Funktion, die der GeoStyler noch nicht in der UI drin hat. Das ist kein Problem. Das Plugin ist weiterhin aktiv. Ich gehe jetzt gerade mal in die GeoServer-Doku, ins SLD-Cookbook und sehe da Informationen zum Line-Placement. Und in diesem Fall gibt es einen speziellen Tag für Platzierung auf Linien. Und der richtige Tag heißt Perpendicular Offset. Und das erlaubt mir quasi, das schiebt das Label unter oder über eine Linie. Das kopiere ich einfach mal hinein ins SLD und das muss an die Ende oder ich packe es mal direkt hier rein, also in den Text-Symbolizer, hinter den Font-Tag. Formatiere das Ganze, nicht ganz geklappt. So, Apply. Ja, das sieht schon mal schöner aus. Jetzt möchte ich es ganz gerne noch geschwungen haben und dafür hat der GeoServer eine sogenannte Vendor Option, also letztendlich eine spezifische Erweiterung entwickelt und die heißt Follow Line. So. Die fügen wir auch hinzu, die können wir nicht im GeoStyler verwenden, zumindest nicht klassischen SLD-Parser. Ist aber nicht auszuschließen, dass das auch irgendwann umgesetzt wird oder unterstützt wird, sage ich mal so. Die fügen wir ans Ende des Text-Symbolizers, klicken auf Apply und sehen jetzt hier beim Nebenfluss schwarzes Wasser oder auch hier an den Ecken, dass sich das Text-Label der Linie anpasst. Gut, jetzt habe ich hier noch den Max-Scale auf 1 zu 20.000 gesetzt beim Label. Das heißt, wenn ich weiter rauszoome, taucht das Label nicht auf, erst ab einem Maßstab von 1 zu 20.000. Fertig, speichern. Als nächstes wollen wir einen Stil erstellen für die Point of Interests. Wir sind interested in Kneipen. Ja, okay, nehmen wir den mal etwas generischer. So. Weisen den wieder
im richtigen Layer zu, speichern einmal, dann haben wir den auch direkt in der Layer Preview oder im Style Preview. Gehen auf die große Ansicht. So, und machen jetzt einen schönen Punktstil. Genau, wir können hier mehrere Symbolizer pro Regel definieren. Das geht ja auch im SLD genauso. Dann nehmen wir dann einfach mal in der Mitte noch einen kleinen Punkt und ändern die Farbe auf Rot. Und der Stroke soll allerdings bitte blau sein. Aus Gründen. So, die Regel klonen wir wieder. Nennen das Ganze dann Restaurant, ändern den Filter entsprechend und der kriegt aber mal, weiß nicht, grünen Kreis in der Mitte und dann haben wir noch eine letzte. Das sind die, was glaube ich, und die kriegen dann, ja, höre ich hier was im Publikum? Pink, okay, alles klar. Gut, apply. So, ist auch schön. Wir können das Ganze jetzt noch labeln, dann wird es vielleicht schnell unübersichtlich. Speichern. Und ja, nun haben wir jetzt verschiedene Stile erstellt. Und als nächstes wollen wir einen Gruppenlayer erstellen, wo wir dann diese Layer übereinander legen und schauen, dass wir so eine kleine Karte hinbekommen. Fast hätte ich es vergessen, da wir ja remote sind und vielleicht trotzdem der ein oder andere interessiert ist, wie sieht es denn in Marburg eigentlich aus? Dann kann er da ja im Sommer einfahren und allerdings diese Karte, die wir am Ende erstellen, mitnehmen. Und zwar habe ich im Vorfeld einige Routen erstellt. Und das eine ist so eine Rundroute, wo es durch einige Pubs geht, durch einige Kneipen. Und das andere ist eine Sightseeing-Route. Das Einzige, was hier noch eventuell besonders ist, ist dieser pinke Pfeil. Der zeigt einfach die Richtung des Tracks an, also der Richtung, in der die Route abgelaufen werden soll. Und um das darzustellen, das kommt indirekt aus den Daten, also jetzt irgendwie kein Attribut oder so, wo der Engel eingetragen ist, der Winkel, sondern das habe ich mit der OGC-Function StartAngle mir berechnet. Der berechnet quasi für den ersten Stützpunkt den Richtungswinkel des Liniensegments. Und ich habe noch eine Funktion davor geschaltet, die mir nicht, das jetzt nicht an jedem Stützpunkt macht. Das sind ja viele kleine einzelne Liniensegmente und dementsprechend auch viele Stützpunkte der Route, sondern nur jeden 30. nimmt, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Die 30 sind völlig random. Wer da Interesse hat, kann sich in der GeoServer User-Doku sich die entsprechend verfügbaren Filterfunktionen anschauen. Hier taucht auch StartAngle auf und dann sieht man, was man hineingeben muss als Argument und was sie ausgibt. Gut. Bevor ich jetzt ganz am Ende final den Gruppenlayer zusammenbastel, noch ein neues Feature, was interessant ist, was glaube ich mit 2.20 in GeoServer aufgetaucht ist. Und zwar seht ihr hier die Legende. Und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es manchmal ziemlich herausfordernd ist, dass die Legende automatisch sozusagen aus dem SLD gut erstellt wird. Viele greifen dann zu Grafikprogrammen, basteln sich eine eigene Legende und legen die, die kann man natürlich dann auch definieren hier pro Layer. Jetzt gibt es eine ganz coole praktische Vendor-Option seit 2020. Die packe ich jetzt einfach mal hinter die dritte Regel, Rule 1877. Warum auch immer die so heißt. Ich nenne sie gerade mal um in V
Farmland. Und das ist Siedlung. So, Farmland. Genau, Vendor-Option ist Geo-Server-spezifisch, kann dementsprechend noch nicht hier im Geo-Styler definiert werden. Das heißt, ich gehe ins SLD rein, schaue mir, wo die Farmland-Rule endet, schaue mir an und füge folgende Vendor-Option ein. Inclusion heißt die und jetzt gibt es Legend-Only und Map-Only. Map-Only bewirkt, klick mal auf Apply, dass diese Regel zwar in der Karte angezeigt wird, also sozusagen applied wird, allerdings nicht in der Legende auftaucht. Ja, ist ziemlich praktisch. In dem Fall könnte ich das auch anders regeln, lösen, aber es ist tatsächlich sehr hilfreich und manchmal hat man beispielsweise Hilfsregeln, die man für verschiedene Maßstäbe erstellt und hat dann am Ende eine riesige Legende und mit dieser schnellen Vendor-Option kann man die Legende sozusagen individuell gestalten. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie diese einzelnen Layer im Zusammenspiel aussehen. Dazu erstellen wir einen Gruppenlayer. Das funktioniert so letztendlich so wie jeder normale Layer. Man gibt einen Namen, einen Titel, Beschreibung, definiert den Arbeitsbereich. Die Ausdehnung kann man sich generieren lassen, sobald man alle Unterlayer sozusagen, alle Kinder des Gruppenlayers hinzugefügt hat. Wichtig zu wissen, es wird von oben nach unten gezeichnet. Das heißt, der erste Layer, der hier ganz oben steht, Lentius Marburg, wird als erstes gezeichnet. Das heißt, er liegt ganz unten. Dann kommt das Hillshade. Für den Vorführeffekt nehme ich das gerade nochmal raus. Dann weitere Daten, am Ende dann die Fachdaten, die oben drüber liegen, Roots und Point of Interests. So. Speichern. Und jetzt gehen wir auf die Layer-Vorschau. Hier sehen wir unsere Hintergrundkarte. Gehen auf die Open-Layer-Vorschau. Wollen das Ganze ein bisschen größer haben. So. Also es scheinen erstmal alle Layer da zu sein. Das sieht nach Marburg aus, von Nord nach Süd gestreckt. Siedlungsfläche. Hier oben sind die, ist das Uniklinikum, riesiger Komplex und noch verschiedene Institute. In der Mitte ist die LAN, die B3, die unsägliche B3 und die Oberstadt mit einer großen Kneipendichte. Bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine fertige Basemap, aber auf die Schnelle zusammengeklickt. So, was mir auffällt, ist, dass die Hintergrundkarten noch sehr kräftig sind, die Hintergrunddaten. Und genau, da gibt es einen Trick, um die ein bisschen blasser darzustellen, damit sich vielleicht die anderen, die Point of Interest und die Routen ein bisschen mehr abheben. Und zwar machen wir das wieder mit einer Vendor-Option. Wir gehen auf den entsprechenden Stil. Das war einmal Land Use. Wir gehen ganz nach unten vor den Feature-Type-Style und ja, ich glaube in dem Fall nehmen wir Multiply. Genau, es gibt verschiedene Composite- und Blending-Modes, die sind auch ausführlich definiert hier, wen das interessiert. Geo-Server, User-Manual und nach Composite- und Blending-Mode schauen. Jeder, der schon mal ein Grafikprogramm benutzt hat, weiß, wenn man verschiedene Ebenen, verschiedene Layer übereinander hat, dass man einstellen kann, wie die quasi ineinander gerendert werden sollen oder überlagert werden sollen. So. Ich klicke auf Apply und schaue mir das Ergebnis an. Und es ist ein bisschen schwächer geworden. Ich mache das Ganze mal auf 0,4. Ja, ist schon vielleicht ein bisschen zu doll, aber ist egal. Also man sieht jetzt schon, dass sich die Point of Interests und die Routen ein bisschen mehr abheben. Nun schaue ich mir nochmal dazu den Highway Layer an. Und wähle auch den Multiplizieren-Modus. Und das ein kleiner Vertipper.
Ja, jetzt seht ihr, dass auch die Straßen ein bisschen blasser geworden sind. Ist nur ein Trick, um zu dem Ziel zu kommen. Natürlich kann man auch mit Layer-Transparenz und so weiter und so fort arbeiten. Gut, was jetzt noch fehlt, ist das digitale Höhenmodell bzw. das Hillshade. Das wollen wir nur noch mal hinzufügen. Dafür gehe ich nochmal in den Gruppenlayer. So, und füge den Hillshade Layer hinzu. Der soll nicht oben drüber liegen, den kann ich per Drag and Drop über die Land Use schieben. Klick auf Speichern. Jetzt hat es ein bisschen gedauert. Und ich sehe hier relativ schön im Hintergrund, dass das Hillshade mir ein bisschen Kontrast in die Karte gibt. Und selbstverständlich hat der Hillshade Layer, einige haben es vielleicht gedacht, auch so eine Blending Mode definiert. Und zwar Color Burn mit dem Wert 1. So ein Überlagerungseffekt, ein Einbrennungseffekt und ist für Hillshade ganz gut geeignet. Jo, jetzt habe ich die erstellten Routen schon ein paar Mal erwähnt. Dann will ich sie auch kurz einmal vorstellen. Und zwar zuerst die Sightseeing-Route. Da starten wir hier in der Mitte. Hier ist das Audimax der Uni Bonn. Gehen die Biegenstraße runter über die Brücke zur Mensa. Dann geht ihr durchs wunderschöne alte Weidenhausen, eines der ältesten Stadtteile Marburgs. Dann runter zur Lahn, hätte fast rein gesagt, an der Jugendherberge vorbei ins Südviertel. Sehr schöne gründerzeitliche Häuser. Dann geht es hoch in die Oberstadt. Hier seht ihr schon am Stil der Route. Hier wird es langsam steil. 16%, okay. Das sind dann wahrscheinlich Treppen. Ja. Genau, das ist ziemlich anstrengend hier hoch. Aber man kann sich dann oben belohnen mit einem schönen Blick vom Schloss über die Stadt. Macht dann einen kleinen Schlenker oder einen kleinen Rundweg hier durch den Hinterhof, durch den Schlossgarten. Geht dann an der Nordseite des Schlossbergs wieder runter. Durch ein altes Villenviertel und genau, kommt dann runter zum Botanischen, über den Steinweg, runter durch den Botanischen Garten oder alten Botanischen Garten wieder zurück in die Unterstadt. Abends geht man dann los am Geographischen Institut. Das ist hier hinter der Elisabethkirche. Geht dann den Werder Weg entlang. Hier sollte eine Kneipe sein. Dann geht es zurück und den Steinweg hoch. Das ist hier diese Gasse. Sehr schön. Kopfsteinpflaster und hier ist so ein kleines Cluster von Kneipen. Ich erinnere mich nicht an alles, aber was ich empfehlen kann, ist wohl das Delirium, den Fratzkeller. Das Spock geht dann hier weiter durch die schöne Oberstadt zur Schlucke, kurz vorbeischauen. Und dann geht es zum Marktplatz. Hier ist das Hinkelstein. Ich klicke gerade mal drauf. Schlosstreppe. Naja, nicht ganz. Elunds. Pegasus. Naja gut, hier sollte irgendwo das Hinkelstein auch sein. Dann geht es weiter runter über den Marktplatz zum Hirschberg, wo man dann endet. Dort war früher mal das Sudhaus. Ja, viel Spaß. Eine weitere interessante Neuerung ist der i18n-Support wurde seit Version 2.20 deutlich verbessert. Einmal sieht man das, wenn man einen neuen Layer anlegt, hat man hier direkt ein kleines Feld i18n. Hier kann man in x-beliebigen Sprachen seinen Titel mehrsprachig angeben, ebenso den Abstract kann man mehrsprachig definieren. Das Ganze taucht dann in Capabilities auf und man hat ja, bei der Auslieferung seiner Dienste bei der Einbindung in WebGIS-Clients und so weiter mehr Möglichkeiten, genau, die Mehrsprachigkeit anzuwenden.
Das gleiche gilt auch für Stile. Ich habe jetzt einfach mal für den Land-Use-Style genau die Kategorie der jeweiligen Regeln übersetzt ins Englische und teilweise ins Englische, auch ins Italienische. Das passiert einfach wie gewohnt. Man gibt einen Title an, das ist dann immer der Fallback, also wenn keine Sprache ausgewählt ist, und dann localized ein Language Key und dann die entsprechende Übersetzung. Das Ganze sieht dann so in der Legende aus. Ich habe jetzt hier mal ein Get Legend Graphic Request erstellt. Und genau, wenn ich keine Sprache angebe, haben wir den Fallback. In dem Fall ist das Deutsch. Und wenn der Parameter Language IT dahinter kommt, habe ich das Ganze auf Italienisch. Und so weiter und so fort. Ja, auch sehr praktisch für das Handling mit Legenden. Hannes, vielen Dank für deine Demonstration des Geo-Servers und des Geo-Stylers im Zusammenspiel zum Erstellen von ansprechenden, schönen Karten. Und wir sehen hier nochmal das Ergebnis, das du uns präsentiert hast, die Karte von Marburg. Die Demo-Session ist jetzt am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie jetzt auch hier ein paar Ideen mitnehmen können für Ihre Arbeit zu Hause, im Büro. Und ja, ich hoffe, Sie haben auch nochmal einen Einblick bekommen in die wichtigsten Konzepte vom Geo-Server über Arbeitsbereiche, Datenspeicher und Layer, verschiedene Datenquellen, Raster, Vektor und natürlich auch die Möglichkeiten, die der Geo-Styler bietet, diese Daten zu stylen. Sie haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon gemerkt, also die Frage gestellt, okay, kann der Geostyler denn wirklich alle Stilinformationen von SLD beziehungsweise auch die gegebenenfalls vorhandenen spezifischen Stilinformationen vom Geo-Server, sogenannten Bände-Optionen, unterstützen? Das ist nicht der Fall. Alle Optionen unterstützen wir noch nicht. Der Geostyler ist auch aktiv in Entwicklung, das heißt, wir entwickeln da weiter Unterstützung für die entsprechenden Stilparser. Wir laden Sie ein, den Geostyler auch mal selbst zu verwenden und freuen uns natürlich auch auf Feedback. Und wenn Sie natürlich bei der Verwendung des Geostylers auf fehlende Funktionalitäten, bei der Stilübersetzung oder auch vielleicht auf Bugs stoßen sollten, stellen Sie gerne ein Issue in unserem GitHub-Repository ein. Und ja, da würden wir uns sehr darüber freuen. Das waren jetzt die letzten Worte. Vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bei der Demo-Session. Und wenn Sie noch Fragen haben sollten, stellen Sie die gerne jetzt im Anschluss hier im Chat oder sonst auch während der FOSGIS oder natürlich auch über das entsprechende Repository. Vielen, vielen Dank. Tschüss. So, hallo, danke. Und zurück zur Diskussion, beziehungsweise jetzt willkommen bei der Diskussion. Nach diesem Vortrag haben wir dann und Hannes jetzt auch hier bei uns in der Diskussionsrunde. Es wurden einige Fragen gesammelt und gewotet. Die wichtigste Frage, die aufgetaucht ist, die am meisten bewertet wurde, ist, wo liegt denn eigentlich der Vorteil bei der Verwendung vom Geostyler im Vergleich zum QGIS, den Stil festzulegen? Denn das ist ja bisher auch so häufige Praxis, im QGIS das SLD machen und das in den Geo-Server kopieren. Also bitte. Dann fange ich mal kurz an. Genau, das ist eine gute Frage. Einer der Kernvorteile ist bei der Nutzung des Geostylers, dass man natürlich nicht zwischen zwei Programmen wechseln muss. Das heißt, ich bin vielleicht gerade in der Konfiguration des Layers in der Oberfläche des Geoservers und kann dann direkt die Vorschau nutzen, kann direkt den Stilator nutzen und kann dort direkt über die Oberfläche die Stile anpassen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir, auch wenn das gerade am Schluss im Fazit immer so angeklungen ist, zwar nicht alle Wendeoperationen des SLDs vom Geoserver unterstützen, aber schon viele. Das heißt, da ist auch noch ein kleiner Vorteil der Nutzung des Geostylers. Okay, danke. Eine weitere Frage, die auch mit QGIS zusammenhängt, also diese Schnittstelle, die scheint die Zuhörer und Zuschauer sehr interessiert zu haben, ist, also wenn der Geostyler, wie geht denn der dann mit anwendungsspezifischen Konfigurationen um? Also sowas wie bestimmte Point-Symbole, die im QGIS als SVG-Datei da sind. Aber im Geo-Server gibt es dieses SVG nicht. Wie geht der Geo-Styler damit um? Und gleich dranhängend noch Frage, die auch mit QGIS zu tun hat. Wie sieht es denn aus mit der Geo-Styler-Integration in QGIS, nicht nur im Geo-Server?
Also eine direkte Integration des GeoStylers in QGIS ist aktuell nicht geplant. Das hat auch einfach technische Hintergründe. Was wir allerdings auch mal schon angedacht haben oder was es sogar schon gibt, ist eine REST-API für die Konversation zwischen den verschiedenen Styles. Und für die könnte man jetzt ein QGIS-Plugin anbieten, um zum Beispiel bei QGIS von SLD zu QGIS-Style oder anderen Stilen zu transformieren. Das ist so ein bisschen Work in Progress. Zu der anderen Frage. In dem Fall ist es so, dass aus dem entsprechenden Stilparser wird der Pfad des SVGs ausgelesen und der landet dann auch im SLD. Wenn dieses SLD nicht auf dem GeoServer vorhanden ist, muss das aktuell noch manuell auf den GeoServer kopiert werden und oder ein Pfad bereitgestellt werden, unter dem dieses Icon dann erreicht werden kann. Also zum Beispiel eine HTTP-Adresse. Okay, können dann mit dem GeoStyler auch eine Frage aus der Frageliste, können denn mit dem GeoStyler auch CSS-Styles im GeoServer konfiguriert werden? Nein, das ist noch nicht unterstützt. Also es wird lediglich das SLD oder GeoServer interne SLD-Stilformat unterstützt. Okay, und so ein bisschen auch die Frage, wo geht es dann hin? Was sind die nächsten Schritte? Aber auch ab welcher GeoServer-Version kann dieses GeoStyler-Plugin dann eingesetzt werden? Das ist ganz konkret die Version 2.19, ab der es unterstützt wird oder ab dem wir das Plugin bereitstellen. Oder die späteren 2.18er-Version, also ab 2.18.2. Also ein relativ aktueller GeoServer müsste dafür notwendig sein. Okay, genau. Da wollte ich gerade so ein bisschen nachhaken. Die Versionsnummern sind ja ganz nett. Die kenne ich auch vom Hörensagen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ist denn die aktuelle Maintenance-Version, genau, also eigentlich die aktuelle Stable und so weiter. Ja. Genau, also ist die Unterstützung seit etwa anderthalb Jahren. Also, um das etwas anzugleichen. Okay, und dann kam noch eine kleine Frage hinterher. Eigentlich wurde die sogar relativ zeitig schon gestellt, eher eine allgemeine auf den GeoServer bezogen, aber die wollen wir vielleicht auch kurz beantworten. Der GeoServer bereits einen eingebetteten Webserver, zum Beispiel Tomcat, oder muss man den Webserver explizit einrichten? Da kann man vielleicht kurz was zur generellen Betriebsarchitektur vom GeoServer noch sagen. Also einen integrierten Webserver hat der GeoServer nicht. Das heißt, je nachdem, wie man den GeoServer installieren möchte, also auf einer klassischen Art und Weise, wäre es dann so, dass man Tomcat da vergleichbar installieren müsste und dann darin den GeoServer installiert. Es gibt auch noch Alternativen, zum Beispiel eine Installation über ein Docker-Image, wo dann im Prinzip der GeoServer in einem Tomcat damit ausgeliefert wird. Wie sieht es mit Jetty oder Wildfly aus? Geht das auch? Wildfly habe ich persönlich noch nicht getestet. Jetty geht. Mhm. Okay, super. Ich glaube, dann haben wir sogar die Fragen auch abgearbeitet. Ansonsten seid ihr ja auch am Terrestris-Stand im Expo-Bereich, nehme ich mal an, ihr oder Kollegen, immer auch greifbar, ansprechbar. Dann kann da ja auch die eine oder andere Frage noch vertieft werden. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze 5 Minuten Technikpause noch und kommen dann zum nächsten Vortrag, der wird dann auch live gehalten, wo es darum geht, die Gebäudevollständigkeit in OpenStreetMap. Das ist dann Herr Carsten vom GFZ Potsdam und um 15 Uhr werden wir pünktlich mit diesem Vortrag starten. Danke, noch eine Konferenz soweit, bis in 5 Minuten.